Hallihallo und ja, wie ihr gerade seht, es seht ihr gerade nichts aus einem ganz bestimmten Grund. Ich muss euch leider vorwarnen. Es tut mir furchtbar, furchtbar leid, aber es gab einen kleinen technischen Defekt. Das heißt, immer wenn ich mein Schnütchen aufmache, hört man im Hintergrund irgendein komisches Rauschen. Es kommt vom Mikrofon. Ich weiß nicht, warum das nur in dieser Folge ist. Die nächste Folge ist wieder tutti perfekti. Ja, aber diese Folge kriege ich das Rauschen leider nicht weg. Es tut mir, wie gesagt, furchtbar leid. Ich hoffe, ihr habt dennoch ein bisschen Spaß und ja, ich verabschiede mich. Ich stelle mich in die Ecke jetzt die ganze Folge lang, während ihr schaut und schau die Ecke an und schäme mich. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Die Adler sind gelandet, haben uns rausgeworfen, warum auch immer jetzt schon. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem tollsten Berg der Welt, den Erdhügel Erebor. Ist das sowieso nur One-Way-Tickets gekauft mit den Adlern? Ich nicht, war Gandalf, der war jetzt für die Buchungen zuständig. Egal, Gandalf ist auch nur so ein Pfennigfuchser. Naja, ich denke, so als Magier hat man nicht so viel Geld. Oh. Wieso zaubert sich einfach was her? Kann ich da drüber? Da brauchst du einen Elb, oder? Jetzt? Jetzt habe ich ein Problem. Ja, du musst es wahrscheinlich. Ich habe jetzt mächtiges Problem. Ich komme nämlich nicht mehr hoch. Bist du nicht gehüpft, sondern gesprungen. Oh, oh. Oh Gott, die Kamera manchmal. Wer braucht schon Wegweiser? Wir wissen immer, wo es lang geht. Ich sag nur. Wir machen uns unseren eigenen Weg. So. Das riesige Brot schreit mich an. Als ob wir jetzt schon sofort in den Wald gehen, das tut ihr mir jetzt nicht an. Das ist aber ein kleiner Wald. Ach, guck mal, das ist Haut und Lukas, das kann ich. Ja, mach du mal, ich mag das Spiel nicht. Ich sammle den Rotz da ein. Ich warte, wenn hier einer rauskommt. Ja, genau. Halt, mein Lukas ist weg, verflixt. Wo sind die Lukasse hin? Hab ihn. Da hinten ist auch noch einer. Hallo, stellt euch doch noch mal im Weg hier. Da ist noch einer. Da. Als sie weiterziehen, kann sich die Gemeinde. Oh! Nein, da war noch ein Lukas. Als Arzog und seinen Wagen beobachtet zu werden. Sie müssen einen sicheren Ort für die Nacht finden. Gandalf kennt einen solchen in der Nähe. Doch der dortige Bewohner ist nicht gerade freundlich. Der Prof sieht aus wie der Frontsänger von Rammstein. Das ist er. Das Sorgebär? Ja, der hat noch eine gewichtige Rolle. Haben die Waage uns gewittert? Noch nicht. Wir haben noch ein Problem. Es gibt ein Haus. Es ist nicht weit von hier und dort könnten wir Zuflucht suchen. Wessen Haus? Freund oder Feind? Weder noch. Er wird uns helfen oder uns umbringen. Haben wir eine Wahl? Nein. Achso, rechts. Ich bin rechts. Mal gucken, irgendwann kommt in der Mitte wahrscheinlich wieder hier so ein, ja, so ein Kistchen. Da, aha, hab sie. Die war diesmal einfach, die ist einfach nur rechts gespawnt. Moment mal. Unten? Hier bin ich oben. Was? Wieso bin ich jetzt unten?
Ey, der Bär kommt mir ziemlich nah. Ja. Ich riech ihn schon. Oh, hoppla. Hab sie. Ey, ganz voller Stolz, ich hab eine Kiste erobert. Sehr schön. Da kommt noch ein Bär. Bärchi. Oh, oh. Ui. Gummibär, hüpft mir doch überall. So wie der gehüpft ist, hat er wahrscheinlich ganz viel Gummibärensaft geluckt. Also danach brauche ich eine neue Hose, weil da ist alles durchgescheuert. Mapsi! Gibt aber noch eine? Ja. Weiß jetzt, wir müssen jetzt schon nochmal zurück, ne? Ich muss den Hallo-Lukas-Spiel noch fertig machen. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Natürlich. Na klar. Die Biene fliegt mit dem Schlüssel weg. Wir haben doch auch dieses Insektennetz gehabt. Wahrscheinlich brauchen wir das jetzt sowieso, ne? Wie hieß denn der Koch hatte das doch, glaube ich, jetzt. Was doch. Ich? Hier jetzt? Hier so? Ich? Schau mal, guck jetzt. Mal, hast du da so ein Insektennetz? Wie kann ich nochmal schnell switchen? Mit RT und ich hatte eine Wurst in der Hand. Ja, die hatte ich auch schon. Kelle und eine Axt. Ne, ich habe kein Dingsbums. Oh, ich habe was zum Bauen. Guck mal, da oben ist nämlich was. Ah. Haben wir nicht was zum Graben gehabt? Irgendwer hatte doch. Wir haben doch jetzt eh den Spaten, ne? Nicht unbedingt. Nicht in dem Story-Spiel. Ach ja. Aber du musst Dings auswählen, den Blonden. Die Sau. Ach, guck mal. Aus dem Schlüssel wurde ein. Wählen wir den Blonden aus, der hat einen Spaten. Den kannst du gar nicht auswählen. Den kann ich gar nicht auswählen. Ach, weil der gerade die Tür festhält. Wie hatte ich denn vorher? Den Dori? Dori hatte ich. Aber hast du den Schwinger? Du hast einen Schwinger, wir brauchen mal einen Schwengler. Den Schwinger habe ich, ja. Ja, Moment. Was möchtest du denn schwingen? Aber warte mal, stopp. Lass uns mal alles hier einsammeln noch. Für die Platin. Dran, ja. Ja. Für Platin. Ist sowas aufgeleuchtet? Ja, das kann man doch klein machen hier. Nee, das habe ich zusammengebaut. Da konnte ich hochspringen, da war dann eine Kiste. Ja, dann sind wir, glaube ich, hier durch, weil dann da ist noch was. Da hinten ist auch noch Zeug. Wir haben mal keine Bienen. Ja, da brauchen wir einen Schwengler, da habe ich gerade das Zeug zusammengebaut. Oh, da hinten ist noch was. Und da ist was Düsternes. Das hilft uns gerade nur nicht. Nee, so, also wir brauchen den Schwengler. Jetzt nix. Runter mit dem Gemüse. Achso, Gandalf muss jetzt einmal reinleuchten oder wie? Achso. Leuchte Gandalf. Warte mal. Kann es sein, dass die Biene immer dicker wird? Die nascht heimlich den Honig weg. Wahrscheinlich, er ist ja bester Kunde. Wie kommen wir jetzt da hoch? Schwinger. Also, Schwinger. Ach, du hast Schwinger. Nee, ich hab Schwinger. Nee, du hast Schwinger. Ich hab nur den Kochi. Hä? Was? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich. Ach, X. Ach, du musst. Ach so. Ach komm schon. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Hä? Der mit seinem Bauch? Oh nein. So, ja, dann hüpfen wir auf mich drauf. Ach, du musst mich füttern. Ich weiß es nicht.
Überhaupt kein Klischee. Hä? Halt dich doch fest. Ja, wenn du nochmal, dann... Warte, ich kotz gleich. Super. Als ob er das alles frisst. Ah, leider. Also. Warte mal, ich hol mal den ganzen Kleinkram noch. Wir sind da ganz knapp dran. Juhu. Tada! Oh, hier ist ein Schlüssel aufsammel. Hol ich mal den Rest erst. Ach, guck mal, easy, da nochmal hier und zack, zack. Die Eier machen wir auch noch kaputt. Ja, genau. Eier, die Vögel brauchen kein Zuhause, die brauchen nur eine harte Hand. Also gut. Also, da ist noch Gold hier und da auch noch. Warte. So, ja, super. Aber ja, dann Schlüssel? Hast du die Ehre, den Schlüssel zu holen. Schlüsselmeister. Hui. Nicht schlagen den Schlüssel. So, wollen wir es auch machen? Ja, dann machen sie mal auf hier. Das ist auch so ein Multifunktionsstab, der ist auch für alle möglichen Tätigkeiten. Ja, brauchbar. Sogar als Türschloss. Das ist unser Gast. Sein Name ist Beorn. Er ist ein Hautwechsler. Er verschwindet. Legt euch alle schlafen. Hier seid ihr heute Nacht sicher. Na, er weiß jetzt sicherlich, dass er das selber war, ne? Naja, ich habe mir auch ein bisschen mitgeholfen. Wieder mal 100% hier. Ding! Ey, wir haben 3-4 Dinger gesammelt und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe auch keine Ahnung, was das wird. Okay, wir haben zumindest nur 2 Steine bekommen. Also vielleicht... Ach, wir reparieren wieder alles. Also du bist ja, okay, die haben die Stelle übersprungen. Gandalf hat nicht so gut geschlafen, hm? Nope. Schade, dass sie die Stelle so übersprungen haben. Es ist, im Buch ist es so eine wunderschöne Stelle, wie Gandalf versucht, ihm beizubringen, dass die Zwerge auch noch da sind. Und dann spricht er mit ihm und dann sagt er zu den Zwergen immer, passt auf. Alle 2-3 Minuten kommen 2 von euch. Und dann ist dieser Dialog so schön geschrieben mit: Ja, vielleicht habe ich noch 2 vergessen. Die ging die ganze Zeit, so im ganzen Dialog, bis alle da waren. Weil er kann ja echt gar keinen leiden, ne? Also, und die Zwerge kann er überhaupt nicht leiden, aber wie gesagt, die Orks sind noch schlimmer. Schau mal, den können wir sogar kaufen. Zack.
Tja, er gehört jetzt uns. Ein mächtiger ist ein starker, Gehilfe. Ist das vielleicht auch ein starker Charakter, der das vielleicht dann diese... Einer der stärksten Charaktere überhaupt. Behaupte ich meine es nicht im Sinne von mächtig, sondern kräftig. Ja, einer der stärksten Charaktere überhaupt. Wahrscheinlich kriegen wir auch noch die Bärform von ihm irgendwann. So, haben wir gerade wieder alles aufgebaut. Und jetzt müssen wir wieder nieder. Ich meine, hier ist egal, ob wir sammeln oder nicht, weil, ich sehe es ja eben. Jetzt ist nämlich meine Vermutung... Nee, ist nicht frei. Ich verstehe das nicht. Der Spieler so tickt. Müssen wir jetzt überhaupt hin? Warte mal, ich hänge hier in den ganzen... Den Weg entlang hier, da die blauen Kügelchen. Hi, ho, Silber! Also hast du da auch mal noch das How the Lucas Spiel, ne? Ne, willst du das How the Lucas noch machen? Ja, das wäre ja wahrscheinlich ein relativ einfaches. Warte mal, ich reite. Ja, wo mal waren das dann? Das war dann hier oben. Ja, aber das ist da, wo Gandalf hochreiten kann hier. Ja, ich reite mit Gandalf hoch. Ich muss eigentlich hier oben sein. Da ist es doch schon. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Hä? Guck doch einfach rechts auf den Bildschirm. Ja, aber ich weiß nicht, ich kann sich einordnen, wo das ist. Da wo die Gabelung war von dem Dings, da ging es links den Berg hoch. Ah, okay. Da genau, ja. Ja. Dann warte ich mal, bis du da bist, weil vier Augen sind meistens besser als zwei. Ach, auch wenn meine magischen Ursprungs sind. Okay, jetzt große Quizfrage, du steigst ab. Ach, okay. So, und irgendwo muss jetzt der Maulwurf kommen. Da. Ding. Ah! Der war doch noch direkt vor meiner Nase. Hä? 9? Sind wir schon bei 9? Ja, ich hab hier. Ich bin hier durchgemutet. Na also, war doch ein einfacher Stein. Hier kann man wieder aufsitzen, okay. Ah, bestimmt konnte man. Ah, bei den Wagen konnte man bestimmt, wenn man Bilbis hat, einen kleinen Spiel, kann man da bestimmt aufsteigen dann. Oder ein Ork. Dass man da die Waage dann nehmen kann, theoretisch. Das könnte durchaus sein, ja. Dunkle Materie wieder, ne? Ach, da braucht auf man den Dings. Maulwurf drauf. Ach, da braucht man wieder den Radagast. Oh, sorry. Hatten wir Radagast nicht eigentlich schon? Ja, da hatte man kurz einen Gastauftritt, ja. Ja, das war ja mal ein Radagast. Genau, war ja mal ein Radagast. Was willst denn du eigentlich? Ja, Hühnchen haben wir. Haben wir doch, ja, da haben wir. Da haben wir jede Menge. Steine haben wir. Haben wir 200 irgendwas. Ja, haben wir auch jede Menge. Da ist sogar ganz gut. Dann kriegen wir mal Silber. Das ist gar nicht mal schlecht. Silber oder Mithril sogar. Oder Silber, keine Ahnung. Wie komme ich da hoch? Schwert schmiert ab. Was ist denn hier? Da ist ein Mag. Oh. Die Elbentore, okay, du hast uns beide getriggert. Tragen vor der Gruppe auf. Ihre Reise führt sie durch diesen verdorbenen und einst bedeutenden Wald. Es gibt nur einen sicheren Weg, der vor ihnen liegt. Sie dürfen ihn nicht verlassen. Lass die Ponys jetzt frei. Etwas bewegt sich in der Dunkelheit ungesehen. Falls unser Feind zurückgekehrt ist, müssen wir das essen. Weg zu den Grüften in den Namen. Sei so. Willst du uns etwa verlassen? Ich würde es nicht tun, wenn ich nicht müsste. Ich erwarte euch am Aussichtsposten vor den Hängen des Erebor. Geht nicht ohne mich in den Berg hinein. Mein Pferd nicht, ich brauche es. Ihr müsst auf dem Weg bleiben. Kommt nicht von ihm ab. Kommt, wir müssen den Erebor erreichen, ehe die Sonne am Durinstag untergeht. Ach, guck mal. Es gibt keinen Weg zurück. Der Weg ist versperrt. Ah, jetzt können wir wieder sammeln für, Dings. Okay, alles auseinandernehmen hier. Wir nehmen den ganzen Wald auseinander.
Das hieße, wir sollen auf dem Weg bleiben. Wir machen uns einfach den Weg ein bisschen größer. Dann passen auch alle Zwerge drauf. Da ist wieder Radagast-Action. Ja. Oh nein, ich bastel nicht. So, reicht doch jetzt, ne? Ja. Ach, kacke, wir brauchen, Hammerboy. Hammerboy? Hammerboy, Achtung! Bang. Man kann man das unten wieder wegmachen? Nee. Hit. Habe ich natürlich ein Problem. Nein, jetzt muss ich doch wieder basteln. Na, vielleicht kann ich die hier nach vorne teleportieren. Jetzt habe ich ihn weggeschubbt. Oh, ey, diese Mechanik. Das ist so ein grüner Pilz. Jetzt geht er wieder das weg. Ist ein Hüpfer-Pilz. Ich krieg den nicht mehr hin. Wer wollt ihr mich verarschen? Jetzt baut doch einfach. Ich kann da hochlaufen. Oh, okay. Hast du auch gedacht, warum willst du denn so eine Brücke bauen? Geh doch einfach den Pfad drauf. Ja, willst du mich alles so blöd angucken und was willst du mal? Warum machst du das? Und ich bin tot. Was ist jetzt? Ich bin abgesorgt. Ich bin eingeschlafen. Ich habe den Weg verlassen. Ach, du bist aber da, wo wir sowieso hin müssen. Oder warst du zumindest ganz kurz da? Oder? Moment mal, was ist das hier? Ich bräuchte jetzt irgendwie ein Paddelruder oder sowas. Ein Paddelruder? Ja, keine Ahnung. Du brauchst ein Ding. Ah, wir brauchen den Bogenschützen. Den Schleudermensch. Wo ist der? Und Feuer könnten wir gebrauchen. Haben wir Feuer? Ich nicht. Warte. Haben wir Feuer? Wir haben kein Feuer. Außer es hat jetzt mittlerweile jemand neues Feuer dazugekriegt. Wir können mal alle durchswitchen, wenn wir wollen. Hey, jetzt ist aber jetzt ist sehr verwirrend. Was ist denn jetzt nun? Bilbo wird kein Feuer haben, ne? Er hat nur einen Ring. Ja. Dann vielleicht gibt's ja den Teleport. Oh, okay. Ich brauche noch mal den. Echt jetzt, das stirbt, wenn man reinfällt? Ja. Man darf den Pfad nicht verlassen. Was wir eigentlich gerade machen. Ach, guck mal, Feuer. Moment, aber wer denn? Oh, Moment, Angeln. Das ist Bilbo. Wer ist denn das? Nee, der war das gar nicht. Ach, ich hab die Fackel geangelt. Ach so, okay. Ach so, okay. Gut. Dann gehen sie mal. Oh Gott, Bilbo buggt. Bilbo Bugglin. Ja! Bilbo Bugglin. Nein! Oh Bilbo. Nö, Bilbo Bug! Ah, Bilbo hat sich entbuggt. Jetzt müssen wir noch da rüberkommen, ohne abzukacken. Boing. Und da ist auch noch mal was in der Höhle. Ja, aber da kommen wir nicht rein. Aber Fackel ist doch Licht. Fackel, doch. Stimmt.
Fackel ich eigentlich? Fackel nicht. Das, aber jetzt ist die Fackel wieder weg. Das ging ja schnell. Kaum ist Gandalf mal 2 Minuten da, haben wir uns schon verirrt. Oh, Ring. Als ob der jetzt da hinten noch hängt. Hallo? Hammerboy! Was sind der Bums hier, ha? Was ist da? Au! Au! Hörst du auf? Ist ja gut, du kriegst deine Loot. Oh, wir brauchen ja, den hier. Scharfschützen. Okay, du wolltest nah ran, ja? Das, Nahkampfschleuder. Irgendwie ist er leicht abgeschmiert. Oh. Okay, ich glaube, wir müssen überspringen. Das ist es wohl, ja. Ja, geht's. Warte. Moment, ich muss mit rüber. Oh, das hat geklappt. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat, aber okay. Was knapp. Ja, aber das müssen wir doch gar nicht. Oder gibt es mehrere Wege? Da kommt man nur mit Gandalf vorbei. Alles klar. Stimmt ja, ja. Ich würde noch mal drauf schießen wollen, warte mal kurz. Achso, jetzt haben wir nur den Weg so gemacht. Ja, gut. Ja, mit der Schleuder ist ja auch der jüngste Zwerg in der Gruppe. Das weiß ich gar nicht. Wer sind denn die Kollegen da? Ja, das sind unsere Kollegen da. Wie kommt die denn da schon her? Die sind schneller als wir. Er ist verschwunden. Wir gehen weiter nach Osten. Und wo ist Osten? Wir haben die Sonne verloren. Die Sonne. Wir müssen sie finden. Die Sonne. Wir müssen über die Baumwipfel hinaus. Noch dünkler. Naja, ich weiß ja nicht. Also, das hat mich auch im Film gewundert. Ja, ewig weit weg, der Berg. Wir sind fast da. Aha. Ja, Sichtweite. Hätte ich ja Bock drauf. Möchte ich nicht wissen, was heißt, wenn es heißt, ist es noch sehr weit weg. Oh, die sind ja cool gemacht. Den Ring, nö. Achso. Hä? Okay, du bist frei. Hä? Achso, dauerhaft X drücken, dass man sich befreit. Du musst, ich dachte, ich muss. Drücke B, wenn du den Ring trägst, um den Geistmodus zu aktivieren. Achso, ja, oder? Im Geistmodus bist du für andere unsichtbar. Schleich dich an und drück dann X, um anzugreifen. Ich denke mal, du musst die Spinne jetzt wahrscheinlich kaputt machen, ja, oder? Ja, wir speichern erstmal. Es ist die Frage, ich glaube, das machen wir das nächste Mal. Aua, Mist. Ja, meinetwegen. Weil dann passt das perfekt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im Spinnenplatzalarm, sonst irgendwas. Nest. Oder Nest. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.